Wir stehen an diesem Nachmittag am berühmten Circuit de Monaco und das Qualifying beginnt in Kürze. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Eine Menge langsamer Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Sie drehen eher durch, wenn man zu schnell aus einer Kurve schießt. Es mag toll aussehen und wir Zuschauer lieben ein solches Spektakel, aber gute Rundenzeiten fährt man so nicht. Und wir sehen, ich bin ganz woanders drin. Ich bin in einem fucking Ferrari. Vettel wollte ich unbedingt noch als Teamkollegen haben. Deswegen habe ich ihn nicht rausgenommen, sondern Hamilton. Reifenwahl. Oh, gut. Motorsoft sind eben die schnellsten. Ich habe Angst, auf die Strecke zu gehen, muss ich ehrlich sein. Ich habe einfach fucking Angst. Wenn man zurück. Setup. Irgendwo. Momentan ist es ruhig auf der Strecke. Vielleicht sollten wir ein paar Runden absolvieren. Wie lange haben wir? 10 Minuten haben wir. Ah hier, Benzinlast. 7 Runden, mehr werde ich auch nicht fahren. Ich mach keinen zurück mehr. Herausfahren. Letztes Stück kriegen, bevor ich sterbe. Gut, ich kümmere mich um die Änderung. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Oh. Ey, reinkühlen bin ich genau. Die ganzen Sachen habe ich jetzt noch angelassen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier irgendwo schon lange gestorben bin. Ach, der nimmt bis hierhin. Okay, das ist sehr lang. Ich glaube, für einen, der die Strecke nicht kennt, bin ich viel zu schnell. Boah, sieht das geil im Hintergrund aus. Ja, und ein Unterschied merkt man. Ja, ich bin diesmal wirklich in der Quali und nicht nur im Training. Eieiei. So. Ah! Da wurde ich weggeschubst. Und ich hoffe jedenfalls, dass... Scheiße, dass die noch gucken müssen, ob das Rennen nass ist. Standard. Noch vermag. Kein Rennen, scheiße! Okay, dein Frontflügel ist ziemlich beschädigt und es wird die Leistung beeinflussen. Der beschädigte Frontflügel wird die Performance beeinflussen. What the fuck? Boxenstopp. Das war krank. Noch nicht mal eine Runde gefahren. Da war irgendein Renault, den habe ich nochmal weggeschubst. Aber der hat mich nochmal mitgenommen. Und ich habe ihn nochmal beim Rückwärtsfahren mitgenommen. Der dürfte eigentlich auch nichts mehr haben. So. Mm-hmm.
Jetzt gucken wir noch mal. Ach, die Strecke ist... Ach, da gibt es sogar eine Reparatur. Ist das aber eigentlich nicht? Nee. Ich wollte... Wir wollen das ja ein bisschen realistisch. Deswegen lass mal die Reparaturzeit. Wir möchten mal hier hingehen. Wetter wählen. Im Rennen. Ja, es ist trocken. Nice. Geh zur Strecke. Alles fertig. Ey, wir müssen uns beeilen. Wir haben nur 11 Minuten insgesamt. Wir müssen mindestens eine Runde fahren, damit wir vorne starten. Dann sind sie auch die das Training nehmen können. Und wenn ich mir das Spiel kaufe, will ich ein komplettes Rennen, so wie im echten Leben machen. Also die ganzen Trainingsrunden und. Ja, komm, fahr vor. Vettel ist hinter. Macht ja viel Hoffnung. Boah, das ist erster. Ja. Leck meine Eier. Ich würde unbedingt mal Monaco fahren. 30 Runden lang. Ich kann nicht mehr linken, aber ich kann jetzt nicht mehr reinfahren, weil sonst schaffe ich gar nichts. Dann schaffe ich 100% nicht als letzter. Und so habe ich jedenfalls vielleicht eine Chance, noch irgendwo zu landen. Scheiße! Scheiß Frontflügel weg! Mein Gott! Kotzt mich das an. Kurzes Quali. Sehr, sehr kurzes Quali. Oh.
Leute, ich bin in den Part. Nächstes Mal sehen wir das Rennen. Das wird vielleicht nicht lange gehen. Vielleicht wird das lange gehen. Ich weiß es nicht. Ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Männer das Wort. Ciao, ciao.